Nein, der ist schwächer. Die Drachenwut. Der Name des Bogens. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht, warum wir jetzt einen aufgeladen haben. Hatten Tetraté. Egal, reden wir wieder mit den Toten. Was übrigens auch mit Leertaste gemacht wird. Must warn Leer. As one of their best spies, I was sent to investigate the disappearances near Carlamore. I disguised myself as a peasant girl and was taken as a slave. I learned that the mercenary Anuvin is behind it all. He's united the Minotaur and the Wargar, despite their hatred for each other, by addicting them to a mystical silvery liquid. And he means to use them to attack Leer. I have to warn the king. Es geht um Anuvin. Dieses Mädchen wollte... Ne, Quatsch, das wird gar nicht mit Leertaste gemacht, das wird mit E gemacht. Okay, ich nehme das zurück, Entschuldigung. Mit E wird aber auch genügend gemacht, aber... Wenn ich so E drücke, passiert nichts. Genau, das ist zumindest gut gemacht, ne? Dass man Waffen auswechselt, aktiviert oder mit den Toten redet. Diese Frau wollte Informationen sammeln. Nämlich über verschwundene Personen aus Carlamore, war das, glaube ich. Und, naja, hat halt rausgefunden, dass der Anuvin etwas damit zu tun hatte. Und, ja, ich freue mich schon, wenn wir dort ankommen. Das wird ein Heidenspaß werden. Ein Heidenspaß. Kein christlicher Spaß, nein, ein Heidenspaß. Ja, das hat nämlich nichts mit Göttern zu tun. Okay, und warum das... Wow, hier ist wieder viel los. Ja, bang, alles ins Gesicht. So. Freies Sichtfeld wäre schön. Komm. Das haut einen jedes Mal raus. Das ist unglaublich. Das ist mit sogar, denke ich, das beschissenste Feature an Hunted. Diese kurzen Unterbrechungen, die in einem Kampf dennoch so... Ich kann es nicht sagen. Das regt mich so ungemein auf. Weg mit dir. Und jetzt geht die nicht hier in Deckung, ne? Ah, jetzt schon. Wie ich diesen Blödsinn nicht nachvollziehen kann. Warum bei einem Buff der gebuffte Charakter stehen bleiben muss? Ja, Gag! Das ist jetzt einfach mal passiert. Dass die Tür nochmal aufgegangen ist, obwohl sie schon offen war. So, das war's. So, alles liegt in Schutt und Asche. Es wäre besser gewesen, okay, eigentlich wäre das Spiel wahrscheinlich auch sinnvoller, wenn man das zu zweit gespielt hätte. Habe ich vorher schon mal gesagt in einem anderen Part, weil das bietet sich ja eigentlich super dafür an, dass man das als Together macht. Aber daran habe ich nicht gedacht. Deshalb spielen wir das nicht als Together, deshalb dümpel ich hier alleine mit der dämlichen KI rum. Und das sieht interessant aus. Aber irgendwie war da... Ach so, da war doch so ein Splitter drin, alles klar. Ich frag mich, wer den ins Gehirn geschissen hat, dass die bei einem Buff stehen bleiben müssen. Oh yeah. Alles klar. Hör auf damit. Hör auf damit! Wieso schieße ich plötzlich durch Wände? Ei. Stehen gebleibt. Ich schieße auf dem Schild und schieße vorbei. Natürlich, ich habe hier gerade die stärkste Waffe, die ich bis dato haben kann. Hör auf, dich zu beschweren. So, das können wir auch noch mitnehmen. Ist hier sonst noch was? Nein, außer Pfeile, die ich gerade aufgenommen habe. Ist eigentlich schon übelst selten, dass man wirklich alle Pfeile verschießt und dass man keine mehr übrig hat. Das ist sehr gut gemacht eigentlich. Ach, welch Zufall! Damit konnte man ja jetzt gar nicht rechnen. Yeah, Kamehameha, nein!
Minotauros! Weg mit dir! Ah, das sah zumindest ganz schön aus. Machen wir wieder, wie es beim letzten Mal war. Auch auf die Gefahren, dass das nervig ist. Oh oh, Explosionsfeil. Aber irgendwie explodiert er nicht. Auch schön. So, weg mit dir. Gehen wir weiter auf den Minotaurus. Kopftreffer machen bestimmt auch mehr Schaden mit dem Teil hier, oder? Na, na, na. Ach komm, jetzt hör auf. Immer auszuweichen ist doch langweilig. Ich weiche auch nicht aus. Umdrehen. Na, oder Kettle kriegt das schon hin. Kommt von hinten noch irgendwas? Hinter mir ist jetzt auch leise, das heißt, Kedok hat sich gut um den gekümmert. Ah! Kommt noch was! So, weg mit dem Kopfschuss. Kopfschutz. Oder allgemein weg mit dem Gegner. So. Dat. Und das war's dann. Wie schön das auch rot wird. Werden die Pfeile dann stärker? Nein. Ah, wie viele von euch wollen noch kommen? Na. Ah. Komm, geht einfach wieder durch und sterbt. Ihr haltet mich nur auf, Anubien als auf die Fresse zu geben. Wham. Warum auch immer man so hoch zielen kann. Und anscheinend war es das gewesen. Weil jetzt kommt da nichts mehr. Dann sammeln wir mal die Überreste auf, die blau nach Jade oder rot leuchten. Na, das ist ja auch nicht wirklich Jade, ne? Es ist ja schon eher türkis. Jade hat ja noch mehr grün. Und türkis ist eher in Richtung blau. Z. Dort müssen wir hin. Das heißt, wir schauen uns mal hier unten um. Vielleicht gibt es hier ja auch noch Geheimnisse. Geheimnisse, die wir finden. Oh ja, die gibt es. Ha. Um 818. Sehr schön. Und ich hoffe, wir werden... Wie komme ich denn da dran? 818 und ich hoffe, dass wir danach, wenn wir die Schüsse verballert haben, dementsprechend auch wieder an einen stärkeren Bogen kommen, weil der ist jetzt mit 300 noch was Schaden noch ein bisschen schwächer. So, jetzt muss ich hier eben mal schauen. Hier unten. Kann ich da hin? Da muss ich doch irgendwie hin können, da ist doch ein Weg. Und das heißt, hier geht's runter. Yay. Sehr schön. Und das heißt, von hier aus können wir die Drachenträne nehmen. 7 insgesamt gesammelt, wobei wir wahrscheinlich schon einige verpasst haben. Und das bringt uns Spelling unlocked. Wir können jetzt Zaubersprüche miteinander verbinden. Irgendwie nicht. Vielleicht mit unserem Partner. Das weiß ich nicht. Wenn die das mit Leichtigkeit so hochschieben kann, wozu braucht sie dann Kedok? Eigentlich muss sie das einmal nur mit richtig viel Kraft nach oben werfen und schnell darunter durchgehen. So. Hier ist nichts außer Gag, Gegner. Ah, ist das schön stark. Das war nicht mal der Effekt. Ja, oh, die Explosion ist ja auch schön. Von Kettle. Oh. So, dann warte ich hier kurz. Dann treffe ich den anderen auch noch.
Beide kann ich mit einem Mal treffen. Und wir haben mehr... mehr Mana und mehr Lebenspunkte. Das ist immer schön. Warum gehen die nach dort unten? Die kommen hier doch nicht hoch. Ein Mysterium. Ei, ein Kopfschuss. Sehr schön. Sehr schön. Fast schon wie ein Rail-Shooter. Kopftreffer. Wo denn? So. Na, komm. Immer diese Schüsse, die so leicht über die Schulter drüber gehen. Das ist nervig. Das ist blöd. Das ist doof. Und das war's gewesen mit euch. Was? I will stick you? Warum hältst du mir mehr aus? Ach so, Kerdok ist hinter mir. Ich habe mich schon gefragt, wo zur Hölle Kerdok ist. Ich habe den da hinten nicht mehr gesehen gehabt. So. Hier ist die weitere Station und das heißt, hier kommen dann wieder mehr Gegner oder was? Sammeln wir erstmal den ganzen Ramschi auf. Oh, und hier geht's wieder runter. Bla bla bla. Warum machen die eigentlich immer Selbstgespräche? Das ist doch Wahnsinn. Sind die echt wahnsinnig geworden, dadurch, dass die jetzt hier zu Sklaven gemacht wurden? Naja, oder die hat auch echt die Arschkarte gezogen, weil sie hier von der Plattform einfach nicht runterkommt. Obwohl, die könnte eigentlich nach dort springen, weil so ewig weit ist das jetzt auch nicht, ne? Naja. Bla 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 bla. Das Leben ist so scheiße und bla. Immer nur irgendwie am Rumnölen. Leben ist kacke, Leben ist scheiße. Some sort of cathedral. I didn't think Anuvin was the spiritual sword. Funny girl. Ja. Also eine Kathedrale ist. Wow! Habe ich mich also doch richtig umgehört. Ist da noch eine zweite? Was? Nee. Ich bin gerade etwas sehr verwirrt. Was? Wie? Wo? Da bist du. Hör auf, das tut weh. Und irgendwie wird wieder ganz komisch um mich rumgeschossen. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Meck, 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 meck. Heck, meck. Hör auf damit. Ist gut. Ich gehe wieder auf den schnellen Bogen, jetzt wo ich gebufft bin. Heya. Oh, oh, wow, dorthin. Wie die immer einfach nur verschwindet. Kein Mana mehr, werd umgestoßen. Das heißt, ich werde gleich bestimmt wieder gebufft. Ach, Mensch. Wieso geht das Teil nicht kaputt? Ausweichen, ausweichen, ausweichen. So. Ist ja gut, verdammt. Kopfgeldjägerin. So, bleib, genau, bleib mal stehen, bleib mal stehen. So, kann ich dich auch mal treffen? Als Revanche. Manche Schüsse gehen einfach durch die Gegner durch. Ja, kein Mana, habe ich verstanden. Und das war's doch jetzt. Oh, komm schon. Ja, ein bisschen früher. Und das hätte vielleicht auch geholfen.